liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, 28. April 2024, 9 Uhr circa. Wie von Zauberhand sind diese wundersamen Streifenwolken entstanden. Wunderschön hier zu erkennen. Ja. Der milchig weiße Himmel ist wieder da. Die letzten 14 Tage wurde auffällig wenig gesprüht. Dafür holen sie heute massiv nach. Aber es wird wahrscheinlich wieder niemanden auffallen, weil das ist ja ganz normal, dass Kondensstreifen entstehen. Ja, interessant, wenn man bedenkt, dass es normal ist, dass Kondensstreifen entstehen, warum sind dann in den letzten 14 Tagen keine Kondensstreifen entstanden? Wurde da der Flugbetrieb etwa eingestellt? Was ist da gelaufen? Ich habe versucht, den Trailer da hinten scharf reinzukriegen, der da hier jetzt drauf fliegt in die Sprühwolken, aber ja, er ist schon weg. Ist egal. Das ist jetzt schon wurscht. Ich glaube, wir sehen jetzt wieder, was hier wieder gespielt wird. Das Depopulation Program wird fortgesetzt, gnadenlos. Ja, ja, sie haben noch Großes vor, aber sie schaufeln sich damit nur ihr eigenes Grab, weil hätten sie sich jetzt passiv verhalten, hätten sie damit aufgehört, dann wäre es wahrscheinlich in der Versenkung verschwunden. Viele hätten es als Verschwörungstheorie bezeichnet, aber an dem, was wir jetzt sehen, ja, diese Massen an Streifen, diese wieder hunderten Chemtrail-Überflüge, ja, an dem schaffen sie sich jetzt das Beweismaterial selber, mit dem sie sich dann in den Untergang hinein schwurbeln, zwirbeln, wurbeln werden, wie auch immer, ja, ganz spannend, was man hier so sieht. Ja, Volksgenossen, es gibt ja gar nichts zu sehen. Schauen Sie in Ihr Smartphone, in Ihr Satellitenphone, aber nicht zum Himmel, das ist verboten. Ja, richtig, genau, alles ist verboten. Ende. Ah, da kommt schon der Nächste oben. Die Heimkehrer, die ihre Runden am Himmel ziehen, ja.